und herzlich willkommen hier bei Music and Cinema. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wenn euch die Themen Musik und Film interessieren, einfach ein Abo da lassen und ab und zu wieder vorbeischauen. Ich habe mir bei Amazon ja wieder mal eine Schallplatte bestellt. Und zwar genauer gesagt bei Amazon Warehouse Deals. Jetzt habe ich gerade das Paket bekommen und es sieht aus, als wäre ein Panzer drüber gefahren. Seht euch das mal an. Und jetzt schauen wir mal nach, was sich darin befindet, beziehungsweise in welchem Zustand es ist. Füllpapier. Und hier befindet sich wahrscheinlich die Platte drin. Zum Glück ist sie nochmal verpackt. Die Amazon Warehouse Deals sind immer etwas günstiger als die normalen Amazon Preise und deswegen kaufe ich ab und zu bei ihnen ein. Meistens sind die Sachen ja in Ordnung. Ah, The Who with Orchestra live at Wembley. Die Platte sieht auf den ersten Blick recht gut aus. Hier die Rückseite und hier ist die Tracklist zu sehen. Bei den Warehouse Deals gibt es ja immer diesen Aufkleber, aber lässt sich meistens leicht entfernen. Und jetzt schauen wir uns die Platten mal von innen an. Ein tolles Klappcover und zwar dreifach, wunderbar. Platten lassen sich nach innen herausnehmen und es ist sogar ein Booklet dabei. Wunderbar. Boah, tolle Fotos. Klasse, sieht wirklich super aus. Toll gemacht, erstklassig. Und auch bedruckte Innencover haben wir. Und die Vinyl-LP sieht auch gut aus. Weiter geht's mit der zweiten LP. Es handelt sich ja um 3 LP-Set. Roger Daltrey in Höchstform. Und hier die dritte Platte. Auch mit schönem bedruckten Innencover. Und das Publikum. Ah, hier ist das Problem. Das Label ist verschoben. Sollte aber beim Abstellen kein Problem darstellen. Hier genauso. Deswegen war die Platte um einiges billiger als zum Normalpreis. Ja, nichtsdestotrotz, sehr schön. The Who with Orchestra live at Wembley. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und den Kanal abonnieren. Macht's gut und bis bald.